So, schönen guten Tag nochmals, jetzt mit Aufnahme. Herzlich willkommen bei der zweiten Videokonferenz des Heibel-Tickers. Heute geht es um das Thema Onboarding, habe ich es genannt, weil ich habe versucht, ein deutsches Wort zu finden, fiel mir kein besseres ein. Also, wie kommen Sie an Bord des Börsenbriefes Heibel-Ticker? Welche Dinge gibt es da, die Ihnen helfen? Und wie sind die verschiedenen Informationen zu verstehen, die ich ausgebe? Dazu habe ich eine Gliederung vorbereitet, die wir uns einmal anschauen können. Damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Ich stelle mich kurz vor. Dann machen wir einen auch sehr, sehr kurzen Exkurs zur aktuellen Marktsituation. Ob sich seit Freitag was verändert hat übers Wochenende, nichts, würde ich sagen. Und dann gehe ich eben die Themen durch, wie man sich anmeldet, bis hin zur, wie man die Ausgaben dann so bekommt, wie man sie haben möchte. Danach gehen wir in die Ausgabe hinein, was man da an Informationen wo rausziehen kann. Ein besonderes Thema sind immer die Updates, da gehen wir nochmal kurz drauf ein. Und natürlich die Portfolioübersicht am Ende der Ausgabe. Da sind ganz viele Informationen drin, die teilweise ein bisschen kryptisch sind. Und die gehen wir mal durch. Und dann die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird, ist dann das, was ich da unten hingeschrieben habe. Herr Heibel, jetzt bin ich bei Neukunde. Wie fange ich jetzt an, das umzusetzen, was Sie uns alles schreiben? Ja, und dazu Einordnung dessen, was ich leisten kann und was ich nicht leisten kann. Vieles kann ich nämlich nicht leisten. Ich kann sie nicht reich machen. Das ist, das schwingt mit vielen Fragen immer mit. Deswegen möchte ich das einmal klarstellen. Ich sehe mich als jemand, der Ihnen helfen kann, dass Sie Ihren Spargroschen ordentlich anlegen. Wer an der Börse reich werden will, mit 1.000, 10.000 Euro anfängt und daraus ein Vermögen machen möchte, der muss einen solchen Beruf erlernen und sich rund um die Uhr damit beschäftigen. Das ist nicht einfach. Und das sind Menschen, die typischerweise nicht Heibel-Ticker Kunden sind, hoffe ich. Ja, da geht es viel tiefer ins Detail. Da gibt es Dinge, können wir Stunden drüber reden, was man alles an Möglichkeiten hat. Aber wie gesagt, ich bin hier nicht jemand, der Berufe anlernen möchte, sondern ich habe als meine Kunden für mich definiert, dass das die Menschen sind, die einen anderen Beruf haben, die sich beispielsweise bei der Bank nicht gut aufgehoben fühlen oder aber aus eigenem Interesse einfach ihren Spargroschen selber verwalten möchten. Und das finde ich eine sehr wichtige Eigenart, die ich eigentlich jedem Menschen wünsche, dass man sich selber darum kümmert, damit man, wenn was schiefläuft, weiß, was schiefgelaufen ist und nicht jemanden anrufen muss, der einem sagt, ja, konnten wir nichts für, konnten wir nicht ahnen. Es ist in meinen Augen viel besser, wenn man das selber einschätzen kann. Und das kostet ein bisschen Arbeit. Ich versuche Ihnen von dieser Arbeit einiges abzunehmen, damit Sie eben nicht Stunden in der Woche damit verbringen, Ihre ganzen Informationen zusammenzutragen, sondern ich verbringe diese Stunden für Sie, damit Sie dann eben schon mal eine Zusammenfassung zum Wochenende haben und dann das, was Sie an Zusammenfassung haben, auf Ihre persönliche Situation anwenden können. Sprich, ich möchte gerne, dass Sie reich bleiben, dass Sie mit der Inflation mitwachsen, vielleicht ein bisschen besser Ihr Portfolio sich entwickelt als der DAX oder als andere Vergleichsindizes, aber eben die 100% in Reihe, die gibt es bei mir eher nicht. Kommt mal vor, da freue ich mich dann, aber das ist nicht mein Ziel mit Optionsstrategien und mit irgendwelchen Strategien da Ihnen diesen Beruf näher zu bringen, das machen andere. Und für uns ist es nämlich daher, eigentlich wie für alle, aber es ist für uns das Einfachste, das Thema Diversifikation immer wieder anzusprechen. Wenn Sie eben ein Portfolio haben, dann ist es sinnvoll, dass man verschiedene Ereignisse, die den Markt verwerfen können, nicht vorhersieht, aber sich darauf
von vornherein schon einstellen. Deswegen haben wir eben ein diversifiziertes Portfolio, was von sehr defensiven Positionen sich bis zu den Spekulationen hin alles Mögliche erlaubt, damit sie Interesse dran haben an der Börse, damit aber auch im schlimmsten Fall nicht alles gleich weg ist. Und mit dieser Diversifikation, da gab es einen Nobelpreis für, hat jemand gezeigt, wenn man 15 bis 20 verschiedene Positionen im Portfolio hat, dann hat man, dann läuft man, wenn die gut, also gut gestreut sind, verschiedene Risiken abgedeckt sind, dann läuft der Gesamtwert des Portfolios besser als das, was an den Märkten zu sehen ist. Und wenn man noch mehr Positionen macht, 30, 50, 100, erreicht man eigentlich keinen Mehrwert mehr. Sondern in der Diversifikation ist man bei 15 bis 20 Titeln super unterwegs. Und deswegen habe ich unser Portfolio auf diese Zahl beschränkt. Auch einfach, weil ich auch der Ansicht bin, man kann auch nicht alles im Blick haben. Und wenn man irgendwann bei 100 Positionen ist, dann das ist auch wieder ein Beruf, das machen Fondsmanager. Ja? Aber für uns als Privatanleger sind 20 Positionen schon sehr viel Aufwand, um da am Ball zu bleiben. Und es ist mir wichtiger, dass man am Ball bleibt, um eine Entscheidung zu treffen, als dass man verschiedene Positionen dann liegen hat und sagt, ah, das habe ich verpasst und dann lässt man es liegen und dann so entstehen dann die Depotleichen, die wollen wir nicht. Das, was ich für mich, damit Sie mich kennenlernen, das gehört zur Vorstellung, als meine Stärke betrachte, ist, dass ich übergeordnete Entwicklungen ganz gut erkennen kann. Meine Schwäche habe ich im letzten halbe Ticker schon beschrieben, ist die Bilanzanalyse bis ins Detail. Das können andere viel besser und ich versuche mich immer auf deren Analysen zu beziehen. Fange jetzt selber nochmal an, da ein bisschen mehr selber was anzueignen. Aber was ich eben gut kann, ist eben Branchenentwicklungen oder neue Entwicklungen frühzeitig erkennen oder eben auch im Markt zu sehen, was ist zurzeit in Mode, was mögen die Anleger nicht. Und wenn man da nach seinem Portfolio schon ein bisschen Schwerpunkte setzt, dann läuft man eigentlich auch schon wieder ein bisschen besser als der breite Markt. Und dann habe ich das Thema Sentiment, das haben Sie sicherlich auch schon gesehen. Jeden Freitag in der Ausgabe haben wir das Kapitel 3. Da schreibe ich über die aktuelle Sentiment-Umfrage, die ich selber durchführe. Seit 15 Jahren bin ich einer der drei in Deutschland, die so eine Umfrage für Börsenthemen überhaupt machen. Und seit 6 Jahren habe ich das auch mit dem Handelsblatt nochmal gemeinsam gemacht, wo ich dann jedes Wochenende eben eine Auswertung für das Handelsblatt schreibe, was die dann veröffentlichen. Und die Umfrage läuft immer ab freitags morgens, teilweise ab donnerstags für andere Teilnehmer. Aber freitags mittags setze ich mich hin und mache eine vorläufige Auswertung schon. Wie sieht es denn aus, obwohl die noch bis Samstagabend läuft? Aber meistens ist Freitagmittags sind schon genügend Stimmen da, um schon mal vorab zu sagen, in die Richtung geht die Stimmung diesmal. Und das werte ich schon aus und schreibe das in den Halbeticker, der dann freitagabends hoffentlich fertig ist und verschickt wird. Und wenn es am Wochenende dramatische Änderungen gibt, schreibe ich Montag nochmal was Neues. Ist aber sehr, sehr, sehr selten. Im Wesentlichen ist Freitagmittags das Ding durch sozusagen, obwohl es nur vorläufige Daten sind, das sollten Sie aber wissen. Und wie gesagt, gerade schon die Fundamentalanalyse ist bei mir relativ kurz gehalten. Da gibt es verschiedene Ansätze, die ich verfolge. Grundsätzlich bin ich eben kein Analyst. Analysten sitzen mehrere Wochen an einem Unternehmen und schreiben da jegliche Zahlen aus der Bilanz zusammen, telefonieren mit dem Unternehmen und haben dann wirklich ein tiefes Wissen über dieses eine Unternehmen. Das kann ich mir nicht leisten, weil ich ja eben allein 15 bis 20 Unternehmen im Portfolio im Blick haben möchte und aber dann nochmal Dutzende auch weiterverfolge, ob wir was austauschen können, ob es irgendwo einen Titel gibt, der besser ist als die wir gerade haben. Deswegen versuche ich mir schnell eine Meinung zu bilden. Das hat einen für mich charmanten Nebeneffekt, dass ich nicht so tief mich damit beschäftigt habe und so überzeugt bin von meiner Meinung, sodass ich die niemals ändere, sondern ich mache das wirklich kurz und sehe dann auch gleichzeitig dafür vor, für den Fall, dass ich irgendwas nicht ganz verstehe oder was anders entwickelt, sage ich, habe ich mich geirrt. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte an der Börse. Man muss tatsächlich
sich Fehler eingestehen und dann einen Kurswechsel vollziehen können. Das ist in meinen Augen, so unsexy das klingen mag, ja, ist das wichtiger, um langfristig erfolgreich an der Börse unterwegs zu sein, als den einen Titel, die eine goldene Chance zu finden, mit der man reich wird. Ja, haben wir ja schon am Anfang ausgeschlossen. Ich werde immer gefragt, ist das jetzt nicht der Titel, den wir jetzt alle nehmen sollten? Das ist doch die Story überhaupt. Und da bin ich relativ taub auf dem Ohr, weil ich eben insgesamt mit der Diversifikation sehr, sehr viel Zeit mich beschäftige, um das sinnvoll aufzubauen. Und dann der zweite Punkt, der so unsexy ist, wie ich gerade sagte, mit der Fehleranalyse, ob ich irgendwo falsch liege. Und damit ist es einfach leider Gottes mittelfristig und langfristig besser, als wenn man ganz viel Zeit in die Suche nach dem nächsten Highflyer steckt. So, und PEC steht da jetzt mal als Schlagwort. Das heißt Price Earnings Growth. So, ist Englisch. Ja? Auf Deutsch heißt das Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV. Kennen Sie vielleicht auch schon, kommt immer wieder vor im Hebelticker. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Verhältnis zum Wachstum. Und dann nehmen wir das Gewinnwachstum. Und das nennt sich, steckt hinter dieser kurzen drei Buchstaben Abkürzung. Und dieses Verhältnis, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das liegt normalerweise bei, weiß ich, 10, 15, bei guten Wachstumsunternehmen bei 20, bei den Highflyern auch schon mal bei 30, 40, 50 und noch höher. Die gar keinen Gewinn haben, da geht es natürlich Richtung unendlich. Aber dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte in einem sinnvollen Verhältnis zum Wachstum des Unternehmens stehen. Da sagt man so 1:1 ist eigentlich fair, aber man kann auch sagen, bei guten Wachstumsunternehmen kann das auch 2:1 sein. Also wenn das Unternehmen jetzt beispielsweise mit 40% im Jahr wächst, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis 40 ist und gleichzeitig wächst das Unternehmen beispielsweise mit 20% im Jahr, dann ist das diese PEG-Ratio dann eben bei 40 durch 20 bei 2 und das ist für ein Wachstumsunternehmen mit vielleicht Marktführerpositionen ist das noch in Ordnung. Das ist so eine Faustregel, die man sehr schnell ausrechnen kann. DCF habe ich jetzt dieses Wochenende vorgestellt, ist eine sehr, sehr aufwendige Analysemethode, Discounted Cashflow. Da geht man wirklich in die Bilanz rein und da habe ich jetzt ein Excel-Sheet gefunden, wo das Ganze relativ hemdsärmlich, ich sag mal 1 bis 2 Stunden Zeit umgesetzt werden kann. Und da werde ich mich jetzt mal ein bisschen reinarbeiten. Rule 40 habe ich mal aufgeführt für eben die Unternehmen, die keinen Gewinn haben und die so exorbitant schnell wachsen. Da gibt es einfach, ganz einfach die Faustregel wieder, muss schnell gehen. Ja? Lieber ungefähr richtig als genau falsch. Also damit kann man mal gucken, wächst das Unternehmen so schnell, sagen wir mit 80%, aber das verbrennt so viel Geld, dann ziehen wir die Gewinnmarge, die negativ ist, wieder ab, ja, 30%. Trotzdem ist das Wachstum plus Gewinnmarge ist bei 80 plus der negativen Zahl 30, also minus 30 ist 50, ist immer noch über der 40. Und das verwenden viele, um zu schauen, ob so ein Wachstum, wo man eigentlich die Bilanz überhaupt nicht verstehen kann, ob das denn diese zwei Ziffern ausweist, das deutet darauf hin, dass es in der Zukunft was werden könnte. Es wächst so schnell und verbrennt nicht so viel Kapital, dass das Wachstum das nicht irgendwann ausgleichen könnte. Und dann gibt es die Buchwertanalyse, da geht man wieder in die Bilanz hinein. Ist auch in einigen Fällen ganz sinnvoll. So, das war schon ein ziemlicher Exkurs in die Methoden, die ich verwende. Eigentlich wollte ich ja zuerst noch mal ein kurzes Marktupdate machen. Das machen wir dann jetzt mal. Dafür muss ich das hier mal beenden. Präsentation beenden. Schauen Sie mal, jetzt sind wir schon hier. Da sehen Sie meinen Bildschirm jetzt. Da habe ich meinen Internetbrowser gerade mal geteilt. Hier schaue ich mir immer an. Haben Sie auch letztes Mal sehr großes Interesse daran gezeigt, wie ich das alles verfolge. Ich kann jedes Mal 2, 3 Links wieder neu zeigen. Aber wir machen dafür mal eine eigene Sitzung, wo ich meine Quellen im Internet gerne offenlege. Da ist nichts Geheimes dabei.
Im Gegenteil, wenn man das teilt, habe ich festgestellt, kommen immer wieder auch neue Ideen von meinen Kunden zurück, die mich selber auch weiterbringen. Insofern, das kommt also auch mal. Heute nur ganz kurzer Überblick. Ich schaue mir dann immer unser Portfolio an. Das sind hier die Positionen, die man sehen kann. Den BVB ganz unten in Rot. Ich weiß nicht, da ist der Wurm drin. Ja, aber wir wollen jetzt nicht über Fußball sprechen. Die haben wir ja auch schon aus dem Depot geworfen. Ich glaube, da ist jetzt die Champions League in Frage gestellt und das ist für die Bilanz, für die Gewinnaussichten vom BVB dann nicht gut, sondern kritisch, und da warte ich lieber, bis das an der Stelle wieder ein bisschen mehr Erfolge gibt. Also das ist die einzige Spieleraktie, ist im spekulativen Depot gewesen, wo man halt mal ein bisschen seinem Hobby nachgehen kann. Grundsätzlich sehen wir heute, dass die Aktien eigentlich größtenteils im Plus notieren. Es gibt eine gute Stimmung an den Märkten. Die USA wollen ein großes Konjunkturpaket verabschieden. Es zeichnet sich ab, dass es da also genügend Stimmen für das gigantische Programm, was Joe Biden vorgeschlagen hat, geben wird, damit das eben auch von den Republikanern mitgetragen wird und auch umgesetzt werden kann. Und da sind wir halt in der Marktphase jetzt, wo sowohl die Fiskalpolitik das Füllhorn ausschüttet, also auch die Geldpolitik, das sind die Notenbanken, bei jeder Gelegenheit sagt, und ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir ganz, ganz lange den Zins bei Null lassen, da passiert überhaupt nichts. Und das ist für die Aktienmärkte toll. Also da kann man jetzt kritisch sehen, die einzelnen Entwicklungen. Unternehmen freuen sich, wir müssen auch immer unterscheiden zwischen dem, was die Konjunktur an Einzelschicksalen uns tatsächlich immer wieder bereitet. Wir haben hier durch Corona und auch durch unseren verschleppten Impfstart, sage ich mal, haben wir ernsthafte Probleme für ganze Branchen, Gastronomie, Einzelhandel. Das sind aber nicht die Branchen, die die gesamte Konjunktur in Deutschland nach unten reißen. Im Gegenteil, das sind überwiegend die kleinen Unternehmen. Den Großen wird geholfen. Die Kleinen kämpfen um irgendwelche kleinen Corona-Hilfen. Und wenn ich spreche, die erzählen mir da von ihrer Odyssee. Das scheint immer noch nicht zu funktionieren. Aber das reißt die Konjunktur nicht runter, sondern die Großen kriegen das Geld. Und viele sind auch international aufgestellt. Das läuft. Also es ist einfach eine bullische Grundtendenz im Markt, von egal wo man hinguckt, wenn man das unterscheiden kann, was eben kurzfristige Probleme sind, aber was langfristig da im Moment an Kapital, in welche Richtung das geschoben werden kann. So, jetzt hat jemand die Hand gehoben, habe ich gerade gesehen. Wo haben wir das jetzt hier? Ich hatte ja gesagt, wir machen das hinterher. Insofern würde ich mal sagen, ich verschiebe das auf nachher. Ja, wenn es was Dringendes gibt, die Kommentare, die Chatfunktion sehe ich. Ansonsten machen wir die Live-Schaltungen zu Leserfragen und anderen Themen später. So, wir gucken kurz weiter. Das hier ist der kleine Überblick über die verschiedenen Märkte, die ich immer wieder mir anschaue. Da haben wir hier den DAX, der auf heute früh auf ein neues Allzeithoch gesprungen ist, aufgrund dieser positiven Grundtendenz. Hier in der zweiten Zeile haben wir den Euro-US-Dollar-Wechselkurs. Der war ja schon bei 1,25 und war aber vorher jahrelang tatsächlich zwischen 1,5 und 1,15, ist irgendwann nach oben ausgebrochen hier auf die über 1,20 bis 1,25 und geht jetzt mal auf die 1,20 zurück. Sie kennen meine langfristige Aussage, müsste das wieder Richtung 1,15 gehen, aber zurzeit ist der US-Dollar einfach stärker. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn er auch jetzt hier zwischen 1,20 und 1,25 eine Zeit lang pendelt. Gold ist in meinen Augen, habe ich am Freitag beschrieben, sehr günstig. Das hat zwei Gründe eigentlich. Zum einen gibt es jetzt die Impfungen und es ist ein Ende absehbar bei Corona. Das heißt, dass Gold als Krisensicherer Hafen für Krisen
wird jetzt nicht mehr so stark nachgefragt. Und das Zweite ist, dass jetzt plötzlich, das sehen wir da drunter, ist der Eurobond Future, das Zinsniveau steigt. Wenn der Kurs für Anleihen fällt, kommt man günstiger an die Anleihe mit einem bestimmten Zins dran. Ja, das heißt, immer wieder diese rückwärts gedachte Analyse dieses Zinsmarktes, heißt, wenn die Kurse von Anleihen fallen, dann steigt die Verzinsung, die man für diese Anleihen kriegt. Und das ist jetzt der Fall. Die Kurse fallen und das Zinsniveau, das spiegelt hier eine durchschnittliche 10 Jahre lange laufende Anleihe wieder. Am langen Ende sagt man dann, steigen die Zinsen. Wenn die Zinsen steigen, wird Gold weniger attraktiv. Gold ist gerade dann attraktiv, wenn es keine Zinsen gibt. Wir hatten die 0% Zinsen und wir sind eigentlich immer noch im Nullzinsumfeld. Insofern sehe ich diese kleine Entwicklung, für mich ist das hier sehr klein, zwischen 1,78 und 1,75, alles zwischen 1,70 und 1,80. Wir sind im negativen Zinsbereich, der halt jetzt vielleicht, wenn die Konjunktur anzieht, enden könnte. Und deswegen ist das Gold zurzeit unter Druck. So, in meinen Augen ist das, habe ich geschrieben, eine Kaufgelegenheit. Deswegen hatte ich auch nochmal wiederholt, welche Dinge wir dann da im Portfolio haben in Sachen Gold. Hier nochmal die Excel-Tabelle, da haben Sie ja alle inzwischen den Link. Da sehen wir auch jetzt heute, was passiert ist. Plötzlich die Versorger sind hier dick grün. In dieser Spalte schaue ich dann immer nach heute. Heute wollen offensichtlich die Anleger Unternehmen haben, die ordentlich Zinsen abwerfen oder die nicht Dividenden abwerfen. Das sind hier so bei den Versorgern diejenigen, die ich als Versorger definiere. Das sind die, die ein stabiles Geschäft ohne großes Wachstum häufig haben, aber einen hohen Cashflow und daraus dann eben eine schöne Dividende zahlen können. Und offensichtlich überlegt man sich jetzt, wie weit geht der DAX noch hoch? Wir haben ja Rekorde heute, aber vielleicht ist dann da ein Ende erreicht, sodass Dividenden gar nicht so schlecht sind, um sich abzusichern, falls der Markt jetzt wieder ein bisschen ruckelig wird. So, gucke ich nochmal zwischendrin immer mal auf die Fragen. Gut, dann machen wir mal weiter. Hier noch kurz den Teppich, Carpet heißt das, von Freitag allerdings. Das, ich glaube, wir gehen mal gleich weiter. Ich habe hier noch die Volatilität, die jetzt stark rückläufig ist. Das habe ich halt vor einer Woche gesagt, dass ich mir vorstellen konnte, dass die noch höher springt. Wenn wir mal auf den Jahreschart von der Volatilität gehen, das ist ja der Angstindikator. Ja? Da hatten wir hier vorne, das sieht man jetzt hier hinter dem, nee, wie kriege ich das weg, hatten wir hier den Corona-Crash, da hatten wir mal Werte über 80, das war historisch noch nie vorher der Fall. Und seitdem werden die Spitzen des Angstindikators immer niedriger. Hier, und hier, das war auch wieder niedriger. Und das ist tatsächlich ein sehr bullisches Signal langfristig. Das heißt, die Angst wird immer früher schon wieder gekauft. Das heißt, dieser Volatilitätsindex steigt an, wenn die Kurse fallen. Und der steigt umso höher, je stärker und länger die Kurse dann eben fallen. Und je früher dieser Kurssturz dann eben endet und wieder sich das Ganze stabilisiert, desto früher wird auch dieser Indikator wieder nach unten drehen. Und das hat er halt hier erneut wieder sehr früh. Damit bin ich eigentlich für längere Zeit weiterhin bullisch gestimmt, was nichts zu irgendwelchen Tages- oder auch mal einer Woche Korrektur sagt. Das kann immer stattfinden, aber ich bin weiterhin von meiner Jahressicht ganz überzeugt, dass wir bis zur Mitte des Jahres eigentlich noch eine ordentliche Börse sehen. So, wie berechnet sich die Volatilität, sehe ich als Frage. Das ist kompliziert und wir sind ja heute beim Onboarding und da gehen wir jetzt auch zum Onboarding. Fangen wir doch mal an. Und zwar habe ich mir überlegt, ich zeige Ihnen einmal den Durchlauf eines Neukunden.
mit den wichtigen Punkten, wo Sie darauf achten können. Also jemand kommt auf irgendeinem Weg jetzt zum Heibel-Ticker. Ja, ich habe Partner, die machen Werbung für mich und da ist jetzt einer dabei, sagt, oh, das gucke ich mir mal an. Da gibt es also erstmal für Sie als Interessenten immer die Möglichkeit, alte Ausgaben auf meiner Webseite zu lesen, heibelticker.de, oder die aktuelle können Sie immer direkt über die Startseite schon sich aufrufen zum aktuellen Börsenbrief. Dann sind wir schon im Archiv und hier ist dann die kostenfreie Ausgabe zu lesen. Ja, in der kostenfreien Ausgabe fehlen die Kapitel 2 und, Entschuldigung, die Kapitel 4, 5 und 7. Also die Zahlen variieren teilweise. Deswegen als Worte das Kapitel der Ausblick, der fehlt, die Updates fehlen und die Übersicht fehlt. Die anderen sind alle kostenfrei hier verfügbar. Wenn Sie sich das Archiv genau anzeigen, den Überblick, dann sehen Sie hier tatsächlich alle Ausgaben, seit ich das Ganze mache. Und das ist seit, wenn wir auf Seite 78 gehen, seit dem 4. Januar 2006, also schon ziemlich lange. Und als Besonderheit habe ich hier eingebaut, dass die ersten 3 Monate auch für Kunden, für Nichtkunden, also für Nichtkunden sind die Ausgaben der letzten 3 Monate in der kostenfreien Version zu sehen. Alles, was älter ist, also 4 Monate, da steht dann die kostenpflichtige Ausgabe drin. Also das Archiv besteht eigentlich nur aus den kostenpflichtigen Heibel-Ticker Plus Ausgaben. Nur die letzten 3 Monate, wenn Sie die sehen wollen, müssen Sie Kunde sein und sich einloggen. So, jetzt hat der Kunde hier oder der Interessent bisher hat jetzt gesagt, ist ja super, möchte ich bestellen, kann hier bestellen. Kostet, wie gesagt, das Jahresabo, das machen die meisten und macht mir auch am wenigsten Arbeit, weil ich nicht andauernd die Zahlungseingänge kontrollieren muss. 150 Euro oder wenn man die Express-Option hinzunimmt, 225 Euro im Erstabo. Express, kommen wir gleich dazu. Wir melden uns erstmal an. Ich bin das jetzt natürlich schon und melde mich jetzt dann hier praktisch ein. Ah, hier müssen wir noch mal kurz drauf eingehen. Wenn Sie sich angemeldet haben, kriegen Sie Informationen, E-Mails, da kriegen Sie die letzte Ausgabe zugeschickt, Ihre Zugangsdaten, eben auch ein Passwort. Wenn das Passwort bei Ihnen nicht ankommt, Schritt 1 aus Erfahrung, weiß ich, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach, da wo teilweise E-Mails reingesortiert werden, die der Computer automatisch als Spam deklariert. Ich verschicke, wie gesagt, 20.000 Leser habe ich bei der kostenfreien Version. Und wenn man so viele E-Mails verschickt, gibt es immer wieder einzelne E-Mail-Provider, die sagen, oh, der verschickt so viel, das könnte ein Spammer sein. Und dann werde ich halt in den Spam-Ordner eingegliedert. Also da ist es manchmal, wenn Sie es aber wirklich nicht finden, können Sie sich auch immer wieder über diese Funktion Passwort vergessen, hier Ihre E-Mail-Adresse eingeben und dann selber eine E-Mail sich zuschicken lassen, die Ihnen einen Link mitliefert, über den Sie sich ein neues Passwort vergeben können. Wenn auch diese E-Mail nicht ankommt, schauen Sie wieder in Ihrem Spam-Ordner nach. Verschickt werden Sie immer. Es sind, glaube ich, wenn ich Probleme mit dem Zugang habe, sind es in 80-90% der Fälle die Spam-Probleme, die das Ganze initiieren. So, wenn Sie jetzt Zugang haben mit Passwort und allem, dann kommen Sie in den Login-Bereich. Und da gibt es einige schöne Möglichkeiten für Sie, die ich noch nie erklärt habe. Zum Beispiel können Sie hier über Stammdaten ändern, Ihre Daten einsehen, was Sie da alles eingetragen haben. Und da gibt es die Möglichkeit, dass Sie sich selber darüber entscheiden, wie Sie den Heibel-Ticker lesen möchten. Möchten Sie, also Sie bekommen ja alle eine E-Mail, Sie können diese E-Mail als HTML-Text bekommen. Oder, das ist historisch, ich sage mal, vielleicht brauchen wir das jetzt nicht mehr, diejenigen, die irgendwo in Namibia in der Wüste mit einem Handy unterwegs waren und den sich haben schicken lassen, für die hatte ich damals, das ist auch ein bisschen her,
die Möglichkeit eingerichtet, das als nur Text zu lesen. Da habe ich mit Leerzeichen eine Version erstellt, die wird also immer noch erstellt automatisch, wo auch die Tabellen halbwegs leserlich sind. Dann kann man das Ganze mit einer sehr geringen Dateigröße sich schicken lassen. Dann ist die E-Mail halt nicht 300 Kilobyte groß, sondern nur 50 oder so. Und lässt sich dadurch schneller laden. Und jeweils können Sie sich überlegen, ob Sie eben die PDF schon mitgeschickt bekommen wollen oder ob Sie sich die über einen Link dann im Internet aufrufen. Also die können Sie sich auch als E-Mail-Anhang immer mitschicken lassen. Sie können auch hier Ihre Mobilfunknummer anders eingeben als beispielsweise Ihre Festnetznummer. Und an die Mobilfunknummer wird dann, wenn Sie den Express-Zusatzdienst haben, die SMS auch geschickt. So, das sind so zwei Dinge, die Sie da in Ihrer Verwaltung einstellen können. Eine Funktion hier in dem Login-Bereich, auf die ich immer wieder verweise, ist dieser Eintrag hier, Ihre 10 neuesten Einträge, meine 10 neuesten Einträge für Sie. Immer wenn ich ein Update schreibe zu einem Portfoliotitel, wie eben zuletzt zu PayPal beispielsweise, dann werden die nach Aktualität hier einsortiert. Also das Aktuellste ist jetzt eben PayPal. Hier ist der entsprechende Eintrag mit der Überschrift. Und wenn Sie hier auf den Pfeil oder das Datum klicken, ist der Eintrag hier auch zu lesen. Der klappt sich dann so runter. Der nächste war Spotify. Auch da können wir draufklicken, ist ja auch zu lesen. Ja? Und so können Sie sich dann hier die aktuellsten Einträge alle aufrufen. Das ist interessant für diejenigen, die eben den Expressdienst nicht haben möchten. Sie können sich dann, wann immer Sie glauben, oh, da ist was passiert, hat der Heibel was geschrieben, können Sie auf diese Seite gehen und schauen, was ich als letztes geschrieben habe, ob da was Aktuelles dabei ist. Ein weiterer Hinweis für diejenigen ohne Express ist auch hier oben, habe ich eine Tickerzeile im Stile mir überlegt, wie früher an der New York Stock Exchange das Tickerband durchlief. Da kommt immer eine kleine Notiz rein, wenn ich ein Update geschrieben habe. Das letzte Update, das steht jetzt hier natürlich nicht, das war jetzt hier meine E-Mail heute Vormittag zum Onboarding, das steht dann hier. So viel zur Webseite. Ich glaube, kurz noch gezeigt für diejenigen, ich halte das für wichtig, dass Sie mich kennen, denn wir reden über die Geldanlage und wenn ich mir Informationen hole, ist für mich immer extrem wichtig, wer gibt mir die Informationen. Und deswegen habe ich hier ein bisschen persönlich gehalten, was über mich geschrieben, über den Autor, damit Sie wissen, was ich kann, was ich nicht kann, wo Sie sich vielleicht mehr drauf verlassen können und wo Sie vielleicht auch mal andere Informationsquellen holen, wenn ich da eine Schwäche habe. Und hier kommt gerade eine Frage. Ja, die 10 neuesten Beiträge werden, alle Updates werden da eingeschrieben, auch die, wo eine SMS verschickt wurde. SMS verschicke ich das nur als Nachtrag immer dann, wenn ich eine Handlungsidee praktisch, ich will jetzt mich vor dem Begriff Empfehlung drücken. Ich sag mal, wenn ich sage, jetzt könnten wir den BVB verkaufen, weil die Champions League in Frage ist, dann schicke ich eine SMS dazu, damit diejenigen, die nicht permanent an dem E-Mail-Postfach hängen, eben eine Information kriegen, oh, schau mal in deine E-Mail rein. Da müsstest du vielleicht was machen. Da, wo ich keine Handlungsempfehlung mitschicke, gibt es auch keine SMS, ist glaube ich, überflüssig. So, das war die eine Seite hier über den Autor und die andere Seite sind noch die Grundlagen, die werde ich jetzt überarbeiten im Zuge dieses Onboarding-Februars. Da sind eben die Hintergründe, die ich gerade nochmal angesprochen habe, zum Teil schon und gleich noch ansprechen werde, in Dokumenten zusammengefasst. Die, ich sage mal, den ersten vergessen wir mal, Dokumente 2 bis 4, das Glossar, das Rüstzeug und das Heibel-Ticker 1x1.
Da stehen so Dinge drin, wie das KGV ist, in welcher Reihenfolge wir was wie kaufen, was die Bereiche bedeuten, ob welcher Broker vielleicht in Frage kommt. Alles, was so an Fragen in den letzten Jahren aufgekommen ist, da habe ich mal einmal das strukturiert, werde es aber jetzt in den nächsten Wochen nochmal aktualisieren. Diese drei Dokumente kriegen Sie tatsächlich auch automatisch zugeschickt. Jeder Neukunde, der sich mal angemeldet hat, kriegt dann im Abstand, müsste ich jetzt nachgucken, von 10 Tagen, ein paar Wochen, immer wieder mal eins von diesen Dokumenten zugeschickt, um eben einige Fragen, die wahrscheinlich aufgetreten sind, dann in Form von diesen Dokumenten schon zu beantworten. So, und dann gehen wir doch mal in die Ausgabe hinein, was wir da an Infos finden. Die Ausgabe habe ich hier schon mal vorbereitet. Und dann gehen wir mal an den Anfang. Also, ich vielleicht das auch als Hintergrund kurz. Ich setze mich jeden Freitag hin und schreibe. Also die Updates, die schreibe ich im Laufe der Woche. Aber den Rest des Halbe-Tickers schreibe ich am Freitag. Und das, da fange ich dann meistens an mit Kapitel 2. Das ist der Rückblick. Komme ich für mich so auch, das ist auch ein Prozess. Ich weiß nicht, wenn ich anfange, wie ich enden werde. Ja. Das heißt, ich analysiere dann das, was an Informationen bei mir vorliegt und schreibe das runter. Und das sind erstmal in Kapitel 2 immer die Dinge, die ich in der letzten Woche für kommentierungswürdig betrachte. Ich habe mir vorgenommen, keine Nacherzählung zu machen. Sie haben alle ihre Zeitungen und Zeitschriften und Internetseiten, auf denen Sie sich auf dem Laufenden halten. Deswegen finden Sie bei mir nur wenig beschreibende Dinge, sondern vielmehr dann, also Sie haben alle mitgekriegt, was mit den Wall Street Bets auf Reddit gelaufen ist, mit GameStop. Davon gehe ich mal aus, sondern ich komme dann sofort zur Erklärung, warum das passiert ist, was ich dahinter sehe an Entwicklungen und ja, wieso das überhaupt passieren konnte, ne? Dann kommt das Kapitel 3, worauf ich vorhin schon eingegangen bin. Das ist für mich tatsächlich über die Jahre eine sehr, sehr wichtige ja, Methode geworden, eben die Temperatur von den Anlegern zu nehmen. Wie ist die Stimmung? Sind wir schon überhitzt oder haben wir Panik im Markt? Und daraus leite ich dann ab, nicht was passieren wird, sondern immer wieder das, wie die Neigung des Marktes ist. Also wenn wir jetzt eine sehr positive Stimmung haben, dann würde eben eine in dieser Situation eine negative Meldung würde überraschen. Und aufgrund dieser Überraschung würden die Leute dann geschockt verkaufen. Ja? Wenn wir jetzt in einer anderen Marktsituation wären, wo einfach ganz viele negative Meldungen schon über Tage immer wieder auf uns eingeprasselt sind und die Stimmung ist praktisch negativ, dann bringt die nächste negative Meldung keine Verschlimmerung mehr. Ja, dann kann man sagen, okay, es reicht jetzt schon, wenn keine negative Meldung mehr kommt. Dann fangen die Kurse an zu steigen. Und das kann man aus der Sentimentanalyse ein bisschen herausarbeiten, wie die Tendenz ist. Nicht wie der Markt laufen wird, aber wie die Tendenz ist vor dem Hintergrund verschiedener möglicher Ereignisse. Und dann kann man noch überlegen, welche Ereignisse wahrscheinlich sind, aber damit liegt man dann schon wieder meistens falsch. Insofern bleibt es bei der Tendenz, die da raus abgeleitet werden kann. Ja, und dann kommt, ich habe mal für mich so das definiert, die Kür, das ist das Kapitel 4, wo ich den Ausblick gebe. Da muss ich jetzt gar nicht jedes Mal die tolle Punktlandung für die Entwicklung der nächsten Woche abliefern, sondern das sind so die Dinge, die mich bewegen, wie ich jetzt mein Portfolio umstrukturiere, wie ich meine Strategie vielleicht ändere oder wie vielleicht auch mal ein paar wichtige Termine der kommenden Woche, worauf man achten sollte. Das ist relativ offen gehalten und deswegen für mich die Kür. Ja.
So, und jetzt kommen wir zum Kapitel 5, wo die Updates aufgelistet werden. Also wie gesagt, die Ziffern ändern sich, aber der Name Update beobachteter Werte bleibt. Und da werden dann die einzelnen Titel aufgelistet mit der Headline, mit der Überschrift, die ich besprochen habe. Und da können Sie übrigens auch direkt hinspringen, wenn es klappt. Hey, es klappt. Schauen Sie mal, ne? Da sind Links im Kapitel hinterlegt, haben wir auch irgendwann geschafft, damit Sie dann direkt da sich die entsprechenden Einträge auch angucken können, wenn Sie hier was Interessantes sehen, was Sie lesen möchten. Ja. Und genau, dann kommen wir auch schon zu den Leserfragen, die ich jetzt in diesem Monat hier in den Vordergrund stelle. Das ist jetzt immer etwas länger, das Kapitel. Werden wir im Februar so beibehalten. Wird aber nicht ewig so sein. Ich habe jetzt in Auftrag gegeben, wir lassen das so programmieren, dass wir künftig vielleicht die Leserfragen nur noch als Headlines hier reinnehmen, weil die Ausgabe wird sonst so lang. Und es gibt tatsächlich viele bei Ihnen, wie ich aus den Kommunikationen entnehmen kann, die sich den Heilbeticker jeden Samstag früh ausdrucken und zum Frühstück am Frühstückstisch dann lesen. Und das ganze Zeug auszudrucken, wenn dann da plötzlich 3, 4, 5 Seiten Leserfragen sind, die eben immer nur punktuell den einen oder anderen interessieren, versuche ich dann künftig irgendwann wegzulassen. Dann machen wir da die Headlines rein, die Überschriften, und dann springt der Link, der dahinter liegt, dann eben nicht in dieses Kapitel der Ausgabe, sondern auf die Internetseite, wo dann dort die Antwort auch, die Fragen und Antwort zu lesen sein wird. Aber im Moment haben wir es nochmal alles drin hier. Und dann kommen wir zum Heilbeticker Portfolio, der tabellarischen Übersicht, die Sie immer mitgeschickt bekommen. Und da gehen wir auch nochmal genauer drauf ein. Springen wir dahin. Passt soweit. Das ist jetzt meine Excel-Tabelle, in der ich diese Tabellen, die also im Heilbeticker abgedruckt werden, bearbeite. Dann gibt es hier unten die Tabs, wie Sie sehen. Das brauchen Sie sich jetzt nicht zu merken, nur damit den einen oder anderen interessiert es. Sie wissen, hier habe ich dann eben so entsprechend formatiert. Da werden dann die Informationen aus der Übersicht genommen. Die Übersicht referiert hier in der Kurszeile, das ist die Spalte C, in der Kursspalte, auf die entsprechenden Werte, die ich dann hier auch mit ganz einfach Copy und Paste, für die, die es interessiert, hier reinnehme. Ich habe immer schon versucht, solche Kurse automatisch zu ziehen, wie ich das auch in der Google-Tabelle, die ich Ihnen gezeigt habe, mit den DAX-Titeln gemacht habe. Aber ich habe doch immer wieder hier Titel, die halt von den Datenprovidern nicht zuverlässig dann mit Kursen bestückt werden. Und deswegen mache ich das auf einem bisschen händischeren Weg. Dann werden die dann immer, wenn ich Lust habe, wenn ich Interesse habe, jetzt eine aktuelle Übersicht zu haben, dann kopiere ich das da rein und dann sind die Kurse aktuell. So, und dann gehen wir mal die Tabelle jetzt im Detail durch. Vielleicht am besten in der Ansicht, weil Sie die ja kennen aus der Ausgabe. Also, es gibt hier verschiedene Portfoliobereiche. Ja? Ich habe hier unten das, habe ich Absicherung genannt. Wir fangen mal unten an. Denn ich denke, der konservative Anleger fängt erstmal an, so eine Grundstruktur in seinen Vermögen zu bringen. Ich habe hier mal irgendwann mir eine fiktive Ziffer von 100.000 ausgedacht, weil ich der Ansicht bin und auch der Korrespondenz entnehme, dass viele von Ihnen über ein Aktien- oder liquides Vermögen von, ich sage mal, 50.000 bis 200.000 ist so, haben viele. Ja, es gibt auch viele Kunden, die fangen mit 10.000, 15.000 an. Oder es gibt auch immer die Studenten, die also 1.000 Euro mal einsetzen wollen, klar. Die müssen sich anders verhalten. Aber für die, die zwischen 50 und 200 und eigentlich nach oben hin dann auch deutlich höher liegen, für die ist so eine Struktur hier, glaube ich, ganz hilfreich. Und da gehört eben dazu, dass man einmal ein paar Positionen hat, die man als
krisenfest betrachten kann. Deswegen heißt das hier Absicherung, wie das Gold, ja, oder eben auch eine Unternehmensanleihe. Ich habe hier die Südzucker-Anleihe nur noch drin. Wir haben die Nokia-Anleihe jetzt vor ein paar Tagen verkauft, weil die so hoch notiert, bei 132%, dass die Rendite nicht mehr, die war immer noch attraktiv, aber ich habe jetzt die Befürchtung, dass wenn das Zinsniveau jetzt dann, die langfristigen Zinsen, die wir uns vorhin angeguckt haben, wenn die jetzt nicht so niedrig bleiben, wie sie im Moment sind, sondern wirklich noch ein bisschen weiter ansteigen, und so eine Tendenz kann ich mir für dieses Jahr gut vorstellen, nicht dramatisch, aber ein bisschen, dann kriegen wir hier nicht mehr die 132%, sondern irgendwann nur noch 120 oder 115%. Und das ist dann ein Kursverlust in unserer Position, der von der Rendite, die diese Zinsen, die ausgeschüttet werden, so schnell gar nicht wettgemacht werden kann. Und deswegen habe ich die Position rausgenommen. Für die Südzuckeranleihe würde das eigentlich genauso anleihen, aber da gibt es eine Besonderheit. Die Verzinsung dieser Anleihe ist variabel. Der Südzucker hat gesagt, pass auf, ihr kriegt immer, müsst ihr jetzt nachgucken wieder, so und so viel Prozent über dem Euribor. Euribor ist so ein europaweit festgelegter Referenzzins. Ja, der ist zurzeit negativ. Wenn jetzt die Zinsen steigen, dann steigt die Verzinsung dieser Anleihe. Und deswegen ist diese Südzuckeranleihe nicht wie alle anderen Anleihen, die festverzinslich sind, abhängig von der Zinsentwicklung, sondern die, also die wird nicht negativ dadurch beeinflusst, sondern im Gegenteil, der Zins steigt dann auch. Und ich erwarte eigentlich, dass bei steigenden Zinsen, das habe ich deswegen vor vielen Jahren mit reingenommen, weil ich das schon seit vielen Jahren erwarte, mal sehen, wann das passiert, dann könnte diese Anleihe tatsächlich nicht nur einen steigenden Zins ausweisen, sondern auch einen steigenden Kurs. Dann würden wir praktisch doppelt profitieren davon. Also deswegen ist die in meinen Augen zurzeit goldrichtig. Wenn der Zins auch nicht stark steigt, die Notenbanken werden das verhindern, aber trotzdem am langen Ende sieht es zurzeit so aus, als könnten die Zinsen sich aufgrund von rosiger Konjunkturaussichten ein bisschen nach oben bewegen. Und darauf freuen wir uns dann hier mit dieser Anleihe. So, dann kommen wir zum Bereich der Dividendentitel, die für mich auch sehr defensiv sind. Da möchte ich gerne Titel drin haben, das hatten wir letztes Mal schon besprochen, die in Deutschland die Dividende zahlen, weil es im Ausland häufig Probleme gibt. Jetzt erstelle ich derzeit eine Liste. Es gibt einige ausländische Auslandsunternehmen, die relativ leicht also es geht darum, dass wenn sie im Ausland eine Dividende bekommen, dann werden dort häufig Zinsen einbehalten von der Dividende. Das heißt, es kommt gar nicht alles bei ihnen an. Und dann müssen sie Steuern drauf zahlen und dann müssen sie dem Betrag hinterherlaufen. Wenn jemand mit 10.000 Euro dann eine kleine Position in einer der Dividendenaktien hat, dann ist das mehr Aufwand als Ertrag. Wenn jemand mit 1 Million oder 2 Millionen unterwegs ist, dann lohnt sich das natürlich. Aber Sie haben jetzt gehört, wo ich meine Kunden sehe, und in dem Bereich würde ich mal sagen, muss der Aufwand vertretbar sein. Und jetzt habe ich halt gehört, die Schweiz ist vertretbar, Frankreich, Holland, Großbritannien und die USA sind Länder, wo es alles inzwischen automatisiert und unter gar nicht so schweren großen Formularen funktioniert, dass man eben sich die Steuer, die erst einbehalten wird, dann leicht wieder zurückhalten kann. Teilweise kann man es auch hinterlegen, dann wird sie erst gar nicht abgezogen. Können wir also demnächst ein bisschen ausweiten, dass wir nicht mehr nur noch die deutschen Titel da reinnehmen, sondern auch mal einen ausländischen, wo das passt. Bisher habe ich halt mich davor gescheut und deswegen sind da nur Titel aus Deutschland drin, die eine Dividendenrendite haben, die möglichst hoch ist. Die habe ich mir hier in meiner Übersicht dann auch immer notiert. Wo sind wir? Hier sind wir. Beispielsweise bei Freenet. 8,6% wurde gerade bestätigt. Geile Sache, das Unternehmen ist aber, ich würde jetzt mal sagen, mir kommen Parallelen zu GameStop in den Sinn. Ja, nicht wegen des steigenden Kurses, sondern wegen des schwindenden Geschäfts. Es wird immer schwerer für Freenet, das kleine Schnellboot im Mobilfunksektor, irgendwelche Nischen zu finden, ob es die Datenverträge sind, die sie ganz gut verkaufen, oder die
die Telefonate ins europäische Ausland. Immer mehr wird mit Flatrates weggenommen und irgendwie haben die ein Problem. Ich glaube, wir müssen die, wenn die schöne Dividendenrendite uns nochmal ausgeschüttet wird oder der Kurs vorher schon mehr steigt, als wir da zu erwarten haben, dann ist die Freenet bei mir im Moment deswegen hier mit einem C versehen, wo wir dann auch gleich dazu kommen. Ja, dann können Sie das hier eben auch, gehen wir mal auf diese Spalte doch gleich ein. Deswegen habe ich hier ein C, ich habe also diese vier Buchstaben. A heißt bei dem Kurs, jetzt können Sie sofort kaufen. D heißt bei dem Kurs, jetzt würde ich sofort verkaufen. B heißt, schauen Sie mal hier, habe ich BASF erst 4,2. Ich würde aber gerne 7,5% Portfolio anteilen. Also bei nächster Gelegenheit, wenn der Kurs ein bisschen schwächelt, würde ich da gerne aufstocken. Ja, genauso bei der Deutschen Post. Und C heißt nochmal eben, wir haben jetzt hier eine volle Position, aber tendenziell würde ich die gerne abbauen. Also wenn der Kurs nochmal ein bisschen ansteigt, werden wir da was von verkaufen. Ja. Munich Re habe ich jetzt, Münchner Rückversicherung, könnten wir jetzt eigentlich auch zum C machen, B oder C. Im Moment habe ich das B stehen gelassen, weil ich sie immer noch für halbwegs günstig halte, damit diejenigen, die jetzt neu sind, da kommen wir nachher noch drauf, auch mal zugreifen können, zuschlagen können. Ja. Es würde also in meinen Augen sich jetzt noch eignen, der Kurs. Dann haben wir hier ein paar Spalten. Gehen wir doch mal hier darauf ein nochmal. Also hier ist immer der aktuelle Kurs, den ich gerade zuletzt reinkopiert habe. In der Freitagsausgabe nehme ich dann immer als letztes, bevor ich die Ausgabe fertig mache, nochmal einen Kurs. Das ist nicht immer der Freitagsschlusskurs, wenn ich früher fertig bin. Nehme ich den aktuellen Stand und verschicke dann auch sofort, damit Sie, viele lesen es ja auch schon am Freitagabend, damit es nicht zu lange dauert. Hier mache ich jede Woche einfach eine Wochenänderung, weil ich von Woche zu Woche denke, für mich. Und hier kommt dann in dieser Spalte E kommt die Änderung, seit wir die Position eingegangen sind oder frühestens seit Jahresbeginn. Also ich habe hier nicht die Performance, seit wir die Position aufgenommen haben bei den Positionen, die längerfristig schon drin sind. Das habe ich mir hier notiert wieder in meiner Spalte. Der erste Kauf fand statt. Ja, und da gibt es also 2017 oder hier, das Gold haben wir seit 2006 drin, die Anleihen schon auch sehr lange. Ne? Das heißt, diese Spalte zeigt bei den langfristigen Titeln die Performance seit Jahresbeginn an und bei den, die wir neu haben, natürlich dann eben seit Aufnahme ins Portfolio. Und alles, was 2020 und früher lag, interessiert uns nicht mehr, leider. Ja, an der Börse gilt ja auch der Grundsatz, what have you done for me lately? Ja, was hast du zuletzt für mich gemacht? Ja, das ist, interessiert an der Börse niemanden, ob ich im letzten Jahr gut war, sondern die wollen jetzt wissen, wie ich bin. Und dann steht hier in der Spalte F der Anteil. Und das ist das, was Sie, glaube ich, interessiert. Hier habe ich ja schon einige Informationen reingenommen und letztes Mal schon vorgestellt. Ich habe hier in der jeweiligen Rubriküberschrift immer so eine Zielgröße mir mal notiert. Das ist Pi mal Daumen. Ja. Beispielsweise bei den Wachstumstiteln, damit wir da auch mal darauf zu sprechen kommen, habe ich gesagt, ich hätte gerne 5 verschiedene Wachstumstitel im Portfolio und jeder davon soll ungefähr einen Portfolioanteil von 7% haben. Das wäre dann 5 mal 7, insgesamt 35%, wie wir hier sehen. Und zurzeit haben wir im Wachstumsbereich, wenn wir das aufsummieren, 37,9%. Wir sind also übergewichtet im Wachstum, was mich jetzt im Moment nicht nervös macht, weil ich eben relativ positiv gestimmt sind, wie Sie gemerkt haben. Grundsätzlich möchte ich aber gerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, möchte ich das gerne auf 5 Positionen beschränken. Eine Position ist hier jetzt jüngst verkauft worden, Apple, weil die
vor den Zahlen stark angestiegen sind. Danach haben sie jetzt etwas korrigiert. Und ich warte jetzt drauf, scharre mit der Hufe, um sie wieder reinzuholen. Aber grundsätzlich bin ich hier noch am Kämpfen, dass wir eine sinnvolle Struktur haben und nur 5 Titel verwenden. Ja? Kann mich noch nicht entscheiden. Schon seit einigen Wochen nicht, wie die anderen längeren Kunden schon wissen. So, das heißt, hier haben wir dann den Anteil je Position in dieser Spalte. Und dahinter, das hatten wir eben schon, eben die Spalte gibt an, wie ich jetzt dazu stehe. Also ich denke, der Goldmarkt oder Edelmetallmarkt insgesamt ist zurzeit ein Kauf, aus den Gründen, die ich eingangs schon erläutert habe. Medius war schon hochgelaufen oder ist auch schon ziemlich hochgelaufen. Ich weiß nicht, ob wir da nicht mal ein bisschen Gewinne mitnehmen sollten bei nächster Gelegenheit. Facebook ist, ich will jetzt nicht die einzelnen Positionen besprechen, das ist dann in den Updates zu sehen. Facebook ist immer so unbeliebt, das muss ich noch zu Ende führen. Und steigt trotzdem, ja, eben weil es so unbeliebt ist. Ich weiß es nicht. Ich warte eigentlich darauf, dass die ganze Welt sich gegen Facebook wendet und die Aktie verkauft wird. Aber das geschieht nicht. Im Gegenteil, die steigt halt immer weiter. Und dann will ich sie noch nicht verkaufen. So. Und dann gibt es natürlich noch hier oben den Bereich. Zuletzt, das ist der spekulative Bereich. Das sind Dinge, wo ich eine Idee habe. Die machen wir. Und wenn es nicht aufgeht, hauen wir es raus. Und wenn es aufgeht, hauen wir es auch wieder raus. Aber da sollen keine langfristigen Dinge drin bleiben. Nynomic ist noch drin, beispielsweise. Also als es jetzt die letzten Tage ein bisschen für mich turbulent wurde, habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir die lieber mal raus und warten auf eine bessere Gelegenheit, um das ein oder andere wieder reinzunehmen. Nynomic zum Beispiel, war ich von ausgegangen, dass die ihr Geschäft so umstrukturiert haben, dass Analysten jetzt andere Bewertungsmodelle mit mehr wiederkehrenden, verlässlichen Umsätzen verwenden und dann sollte die Aktie Richtung 40 laufen. Tut sie nicht, sie verliert aber auch noch nicht richtig. Wir haben sie auf dem Niveau ungefähr gekauft, wo sie jetzt ist. Das ist jetzt seit Jahresanfang, zum Jahreswechsel stand sie höher, deswegen ist es hier mit dem Minus drin. Keine Ahnung, ich warte mal darauf. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass die, weil es so ein kleiner Titel ist, auch nicht von den ganzen großen Marktwelle mitgenommen wird, sondern irgendwann bei nächster Gelegenheit, bei nächster Meldung vielleicht von denen, dann mal nach oben laufen wird. Ja, das dazu. Ich habe dann ja auch noch immer die Übersicht, die Sie hier nochmal sehen, die steht auch immer unter dem Portfolio in der Ausgabe. Das ist wieder diese Sollgewichtung. Wir hatten ja gerade, hier sind andere Bezeichnungen. Ich weiß nicht, vielleicht verwirrt das den einen. Bei den Spekulationen spekulieren wir auf ein Ereignis. Das ist hier die Zeile für die Spekulationen. Ja? Und wenn das Ereignis vorüber ist, teilweise durch Zeitverstreichen, ja, teilweise ist halt was passiert, danach muss das Ding dann auch aufgelöst werden, weil die Aktie entweder gelaufen ist, wie ich wollte, oder nicht gelaufen ist, wie ich wollte, oder sie hat vielleicht gar nichts gemacht, aber das Ereignis, was ich eigentlich erwartet habe, das ist vorbei. Und dann muss das Ding auch raus. Wenn ich die wieder reinholen will, muss ich mir was anderes überlegen, ob es eine Wachstumsaktie ist oder Dividenden oder was auch immer. Aber hier in dieser Rubrik gibt es Ereignisse. Das Wachstumsportfolio habe ich mal einfach im Kopf für mich markiert als Enkelkinderportfolio. Viele von Ihnen sind ja jetzt dann auch schon vielleicht in einem Alter, wo Sie sagen, okay, ich möchte jetzt mal eben genau diese Titel hier haben, wie PayPal, das ist die Zahlungsmethode der Zukunft, Facebook und Spotify, dann werden meine Enkelkinder mit Spaß haben. Und wenn meine Enkelkinder Spaß damit haben, dann wird die Aktie auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiterlaufen, weil das ein riesen Geschäftsfeld geben wird. Und deswegen legt man solche Aktien als Wachstumstitel hin. Die können stark schwanken zwischenzeitlich, aber über die lange Zeit könnte sich eben meiner Erwartung nach das jeweilige Geschäft von denen etablieren und zu einer ganz anderen Bewertung führen, als sie jetzt in diesem jungen Stadium haben. Und darum freuen sich dann später auch mal die Enkelkinder. Wenn Sie mal einen Urlaub machen wollen, dann hilft es, wenn Sie vielleicht mal eine schöne Dividende ausgeschüttet bekommen. Das sind so die, wo Sie sich dann vielleicht mal einen Helikopterflug noch leisten können, wenn Sie irgendwo in einer schönen Stadt sind oder keine Ahnung, wo man so ein bisschen
das Besondere sich rausholen kann und sagt, hey, das, der Urlaub ist finanziert, aber da kriegen wir nochmal einen Cabrio-Mietwagen dazu oder keine Ahnung, was sie damit machen. Aber das sind so diese kleinen Kicks, die einem immer Spaß machen, wenn man das Geld plötzlich auf dem Konto hat. So ist dieser Bereich gedacht. Und hier habe ich schon geschrieben, Zins und Gold in der Absicherung. Das ist also der vierte Bereich, den wir eben als Basis nehmen. So, jetzt muss ich einmal gucken, ob ich alles gesagt habe, was ich sagen möchte. Denn wir sind ja auch zufällig gerade bei der Stunde angekommen. Ablauf, Updates haben wir alles. Portfolio, Übersicht, Kennzeichen, Infos, Struktur. So baue ich mein Portfolio auf. Das fehlt ja noch, ne? Wie baue ich mein Portfolio auf? Wenn Sie jetzt überlegen, wie Sie anfangen, kann ich nur sagen, die Buchstaben hier geben ja schon einen Indikator, wie ich die jeweilige Position zurzeit sehe. Also bei den C-Positionen würde ich jetzt nicht mehr einsteigen. Ja, die sind entweder schon zu teuer, zu hoch gelaufen für das, was ich aktuell an fairem Wert betrachte, oder aber sind bei mir eben schon wie hier Freenet als ein Ende ist absehbar für mich gekennzeichnet. Da müssen Sie nicht rein. Die B- und A-Positionen können Sie in meinen Augen gerne alle jederzeit nach eigenem Ermessen ins Portfolio holen. A, wie gesagt, in meinen Augen sofort, und B liegt jetzt an Ihnen, wie viel Sie spielen wollen. Ja? Ob Sie jetzt sagen, mir ist jetzt egal, ich will jetzt einfach das machen, was der Halbe macht, dann machen Sie es jetzt. Oder sagen, na, ich glaube, guck mal, die kann in den nächsten ein, zwei Wochen, kann es da nochmal eine kleine Abkühlung geben, da komme ich günstiger dran, dann fangen Sie an, ein bisschen zu spekulieren. Kann ich jetzt nicht jeden Einzelnen an die Hand nehmen und sagen, so wäre der richtige Weg, sondern das ist dann letztlich auch ein bisschen Ihrem eigenen Risikoempfinden geschuldet, dass Sie da selber sich eine Meinung bilden müssen. Was ich machen kann, ist eben einen Hinweis zu geben, wie ich das grundsätzlich sehe, ob das kaufenswert ist. Und klar, man würde sich immer wünschen, dass es nochmal eine Einstiegsgelegenheit gibt. Aber wenn die Einstiegsgelegenheit da ist, auch das zeigt die Erfahrung, dann gibt es immer einen Grund dafür, warum die Kurse gerade fallen. Und dann gibt es sehr viele Menschen, die nicht professionell an der Börse unterwegs sind, muss man sozusagen, also der Privatanleger, für den ist es schon sehr schwer, aus Überzeugung dann zu sagen, die haben alle Unrecht. Diese ganzen Gründe, die heute für den Ausverkauf sorgen, die sind alle morgen schon vergessen und ich kaufe jetzt. Ja. Das müssten Sie tun, um solche Gelegenheiten nutzen zu können. Und ich gebe mir Mühe, dabei zu helfen, zu sagen, jetzt ist das ganze Ding nur für heute oder für 3 Tage mal belastet. Das ist eine Einstiegsgelegenheit. Solche E-Mails, solche Updates schicke ich immer wieder raus. Aber wie gesagt, da sind wir ein bisschen in einem Weichbereich, wo Sie selber Ihre eigene Risikoneigung einschätzen müssen, wie viel Risiko, wie viel Downdraw heißt es dann auch, wie viel Minus Sie in Ihrem Portfolio sehen, wenn es dann halt doch jetzt der falsche Zeitpunkt war und wir kriegen jetzt nochmal, Sie kaufen sich jetzt die AB-Titel und in den nächsten 2 Wochen geht es plötzlich doch nochmal runter. Ja, verlieren Sie dann die Nerven, dann müssen Sie sich da ein bisschen zügeln und eben dann hinterher aber auch nicht meckern, wenn Sie halt bei der Rallye, wenn die jetzt losläuft, eben nicht voll investiert sind, sondern nur vielleicht einzelne kleine Positionen haben. Je mehr Cash, desto solider, desto weniger Nerven brauchen Sie. Und das auch vielleicht nochmal abschließend als Hinweis. Ich finde die Cash-Quote immer, ich freue mich daran, ja, auch wenn wir jetzt in der Situation, wo ich steigende Kurse bis zum Mitte des Jahres sehe, eine hohe Cashquote von fast 20% haben, freue ich mich, weil ich handlungsfähig bin. Und das ist etwas, was unter Profis, unter Finanzprofis eben ganz anders gesehen wird und was
so auch anders kommuniziert wird und was auch in den Finanzmedien leider immer wieder übernommen wird. Da steht immer wieder drin, das Geld muss arbeiten, Sie müssen das Geld einsetzen und Fondsmanager haben eine Cashquote von 1,7%, 2,3% und wenn die richtig pessimistisch unterwegs sind, dann gehen die auf 3%. Ja? Weil Fondsmanager das Geld einsetzen wollen. Die müssen ja auch zeigen, dass sie damit was machen. Welcher Fondsmanager geht zum Kunden und sagt, guck mal hier, ich habe hier 20-30% Cash, das Geld liegt bei mir genau rum. Dann sagt der Kunde, das kann ich aber auch. Ja? Deswegen ist in der Branche diese Cashquote immer tendenziell viel geringer als das, was ich für uns Privatanleger für sinnvoll halte. Und wie gesagt, mit den 20% knapp fühle ich mich sehr wohl, denn wenn jetzt in den nächsten 1-2 Wochen im Februar, könnte ich mir vorstellen, nochmal ein paar Tage mit Turbulenzen auftreten, dann haben wir auch Cash, um was zu kaufen, was uns gefällt. Ja, wenn wir jetzt voll investiert sind und es gibt Turbulenzen und muss ja gar nicht insgesamt runtergehen, aber irgendwo gibt es Chancen, dann können wir gar nicht draufspringen, weil wir ja gar keine Mittel zur Verfügung haben, weil ja alles investiert ist. Und das auch als allerletzter Hinweis. Wir arbeiten nur mit Geld, was wir haben. Wir machen keine Aktienkredite und wollen kein Leverage in unserem Portfolio haben. Das machen die Profis. Wir wollen unser Geld anlegen. Und Geld, was wir nicht haben, können wir auch nicht anlegen. Und wir machen keine Kredite, um damit Aktien zu kaufen. So, damit wäre ich mit den Dingen, die ich sagen wollte, fast durch. Eins werde ich immer wieder gefragt, das hänge ich auch noch dran. Dieses schrittweise Kaufen und Verkaufen. Das habe ich in einem der Dokumente, die Sie zugeschickt bekommen, beschrieben. Aber dazu nochmal, es ist viel leichter zu sagen, ja, wann kaufe ich jetzt? Ja? Na, ich fange jetzt mal an. Hier, die Post, jetzt ist die Post über 40 und bei 40 ist die nicht, die ist doch schon so super gelaufen. Warum soll ich jetzt kaufen? Ich warte, bis sie unter 40 ist. Ja? Aber es hilft, dass also diese Überlegung blockiert. Und deswegen habe ich irgendwann mal angefangen zu sagen, pass auf, wir kaufen nicht immer alles oder nichts, sondern wir kaufen in mehreren Schritten. Ja, könnte man sagen, jetzt bei 42, jetzt ist sie gerade gut gelaufen. Jetzt fangen wir mal eine kleine Position an hier in der Deutschen Post. Ich habe noch keine, beispielsweise als Neukunde. Dann, wenn ich letztlich auf 7,5% Portfolioanteil möchte, also in einem fiktiven Portfolio von 100.000 Euro, möchte ich irgendwann mal 7.500 Euro in der Deutschen Post haben. Dann fange ich jetzt an, vielleicht mit einer kleinen Position von 2.000, 3.000 Euro. Ja? Ich sage mal, ich nehme ein Viertel oder ein Drittel der für später beabsichtigten Positionsgröße. Wenn jetzt die Aktie sofort nach oben läuft, ja, habe ich halt nur eine kleine Position. Passiert immer wieder. Ja. Wenn sie aber jetzt runterkommt, dann freue ich mich und sage, hey, gut, dass ich noch nicht alles eingesetzt habe. Jetzt kaufe ich nochmal nach. Nochmal so viel vielleicht. Nochmal 25% oder 30%. Ja, oder machen wir 2 50% Schritte. Dann sind wir dann auch schon voll vielleicht. Das, je nach Portfoliobereich gehe ich in kleineren Schritten vor, je defensiver diese Position. Ja. Hier oben bei der Spekulation auf ein Ereignis machen wir immer ganz oder gar nicht. Also da sofort 100% und auch sofort 100% verkaufen. Hier unten können wir uns auf 2 oder 3 Schritte dann einigen. Genauso bei den Wachstumstiteln. Ja? Und dann gibt es auch die Möglichkeit, wenn jetzt, ich sag mal, die Post sinkt unter 40 und ich mache die Position voll, habe dann hier 100% meiner beabsichtigten Größe, was hier durch 7,5% angezeigt würde. Und jetzt fällt die Deutsche Post nochmal auf 35 Euro beispielsweise. Dann sage ich, oh, da ist doch der Markt, der ist doch verrückt bei der Dividendenrendite und der Laden brummt eh wegen Corona. Das ist ein Fehler im Markt. Da bin ich jetzt bereit, eine Überposition, auch das gibt es, ja, einzugehen. Und dann kaufe ich halt nochmal so eine halbe Positionsgröße. Und dann sind wir insgesamt bei 11-12% Positionsgröße im Portfolio, weil die Deutsche Post in meinen Augen zu Unrecht so niedergeprügelt wurde. Dann kann es natürlich immer sein, dass es einen Grund gab und den werden wir später erfahren und die Aktie sinkt weiter. Dann haben wir Pech, dann müssen wir halt da sehr, sehr strikt mit einer Risikobegrenzung arbeiten.
Aber häufig ist das tatsächlich bei diesen längerfristigen Positionen so, dass man da dann irgendwann von der Gegenbewegung profitieren kann. Wie bei Wheaton Precious haben wir es zuletzt gehabt. Da haben wir da sehr schön so eine Zwischenbewegung mitnehmen können. Jetzt bin ich aber fertig. Jetzt würde ich sagen, ich blende nochmal unsere Folie ein, mache eine Abschlussfolie mit dem Hinweis darauf, dass jetzt als nächstes Fragen kommen und beende die Aufzeichnung, damit wir uns gleich im Anschluss den Fragen widmen können. Aufzeichnung.